Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII für die PS1. Im letzten Part haben wir den Befehl bekommen, dass wir uns in Zivil am Übungsgelände eintreffen sollen, um Quistis dort ein wenig zu begleiten. Nun gut, das wollen wir tun. Als denn, wir sind in Zivil unterwegs, das haben wir in der letzten Folge noch gemacht. Leider, da es Nacht ist, dürfen wir nirgendwo hin, außer in die Übungshalle. Na gut, meinetwegen. Also wahrscheinlich wäre auch noch das Lazarett geöffnet, weil in der Übungshalle kann man sich böse wehtun. Das weiß ich aber gerade tatsächlich gar nicht. Naja, wie auch immer. Hi. Sag mal, Squall, hast du in der Übungshalle mal gegen den Archidinos gekämpft? Weiß ich nicht mehr. Diesen Dinosauriern kann man bequem mit Zustand K beikommen. Ach ja, wir sollten ein Tutorial über Zustandsänderungen nachlesen. Och nee. Komm, lass mal. Hier einige Erklärungen zum Koppeln von Zustandseigenschaften. Wenn eine GF-Abilities besitzt, die man mit Zuständen koppeln kann, erscheint beim Koppeln von Zauber im Fenster über dem HP-Wert die Zustandsoption in weiß. Mit zweimal digitales Steuerkreuz nach links wechselt man in das Kopplungsmenü für Zustände. Die Schritte sind ähnlich wie beim Koppeln von Elementen. Man wählt ZU-Angriff oder Abwehr und den Zauber, der damit gekoppelt werden soll. Aber Vorsicht! Zauber ohne Zustandseigenschaften wie Feuer können nicht gekoppelt werden. Warum Vorsicht? Das klingt, als würde da irgendwas kaputt gehen, wenn man es versucht. Naja, die Wirkung der Zauber unterscheidet sich jeweils bei ZU-Angriff und Abwehr. Der ZU-Angriff wirkt sich auf den Befehl Angriff aus. Ach was. Krasser Scheiß. Die Prozentanzeige zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff eine Zustandsveränderung beim Gegner auslöst. Ja, dankeschön. In diesem Fall wird der Gegner mit 90%iger Wahrscheinlichkeit in den Blindzustand versetzt. Ach was. Der maximale Wert beträgt 100%, doch je nach ZU-Abwehr des Gegners kann auch ein 100%iger ZU-Angriff fehlschlagen. Dankeschön, Quistis. Wenn man ZU-Abwehr koppelt, kriegt man Resistenz gegen den Zustand. Wer hätte es gedacht? Verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein feindlicher Angriff eine Zustandsveränderung hervorruft. Die Wahrscheinlichkeit wird in Prozent angezeigt. Ja, dankeschön. In unserem Fall kann ein Schlafangriff zu 80% abgewehrt werden. Toll. Doch auch bei 100%iger Abwehr können je nach Gegner Zustandsveränderungen eintreten. Je nach Ability der GF können bis zu zwei Arten von ZU-Abwehr gekoppelt werden. Der Medica-Zauber kann gegen mehrere Zustandsveränderungen wirksam sein. Es ist empfehlenswert, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Mit optimal werden natürlich die Zauber automatisch gekoppelt, die besten Werte aufweisen. Darf ich jetzt wieder weiterspielen? Und? Beim Archeotinus brauchst du also nur den Zauber Schlaf mit Zustand K koppeln, weil er dagegen empfindlich ist. So, gehen wir jetzt zum geheimen Ort. Er ist gleich hinter der Übungshalle. Ja, danke schön. Mann, ey, die Frau kann reden. So, aber koppeln ist ein guter Hinweis. So, du übernimmst mal alles von Excel. So, dann Selfie, du darfst dich mal kurz von Quetzalcoatl trennen. Ja, doch. So. Okay, ich schau grad mal. Quetzalcoatl gibt mir HP. Ja, machen wir so. Dann nehmen wir das Vita bitte hier rein, bei Körper. Na gut, das eine Protest macht noch nicht viel.
So und so meinetwegen. Ach ja. Zustand haben wir ja dann erst bei Quistis, wenn sie jetzt noch die Sirenkopplung mit dazu kriegt. So, Magie, Feuer, denke ich mal, wird das Beste sein. So, hier in die Abwehr. Hauen wir einfach mal ein Protes rein, weil wir es gerade können. So, und hier das Medica in die Verteidigung. Bringt zwar nicht viel aktuell, aber hey, was soll's. So. Und für GF ist Siren, wie auch immer. Haben wir auch noch gar nichts weiter ausgewählt. Kriegt natürlich auch erstmal anfeuern. Ganz klar. Okay, na denn. Los geht's. Auf geht's, Leute, auf geht's. Oh Mann, naja. So. Durch hier, durch die Übungshalle. Hey. Wir wollen hier jetzt quasi einmal eine halbe Runde durch die Übungshalle drehen. Da ist dann dieser geheime Ort, von dem sie gesprochen hat. Und ja, das war's dann an sich. Wow, ich bin hier, glaube ich, noch nie ohne Zufallskampf durchgekommen. Ja, hier ist er auch schon. Warum kommen hier keine Zufallskämpfe? Ich kann doch keinen Gegner 0% haben. What the fuck? Egal. Ich hinterfrag das nicht. So. Ich war schon lange nicht mehr hier. Warum wohl? Ich meine, hier sind nur Pärchen, die am Rumknutschen sind. Ne? Du hast scheinbar keinen zum Rumknutschen. Tja, Pech für dich. Ich frage mich gerade, wie man diesen Blick hinbekommt von dem Ort aus, wo wir jetzt gerade sein müssten. Weil wir sind... Ich meine, das ist quasi das Garden-Hauptgebäude. Wir sind raus. Also vom Gebäude weg. Und auch bei der Übungshalle sind wir weiter vom Gebäude weg. Und da raus sind wir... Und da lang sind wir dann rausgegangen. Das heißt, eigentlich müsste dieser, ich nenne es mal Balkon, genau in die andere Richtung zeigen. Tja, naja. Wie spät ist es? Keine Ahnung, ist mir doch egal. Kurz nach Mitternacht. Puhu. Sehr gesprächig, die beiden. Also, dass Squall nicht gesprächig ist, das wussten wir ja schon. Ich, Quistis Treep, bekleide ab sofort nicht mehr das Amt als Ausbilderin. Jetzt bin ich wieder in Seed, genau wie du. Vielleicht arbeiten wir ja mal zusammen. Toll. Interessiert mich ein Scheiß. Sag ich ja. Aha. Ist das alles? Es ist doch beschlossene Sache. Was soll ich denn dazu sagen? Wo er recht hat, hat er recht. Sie sagten, ich wäre nicht geeignet. Ich hätte nicht die erforderlichen Führungsqualitäten. Ich bin mit 15 Seed geworden. Mit 17 wurde ich Ausbilderin. Es ist nicht einmal ein Jahr her. Ich frage mich, woran es lag. Ich habe mich so angestrengt.
Hörst du überhaupt zu? Bist du fertig? Ich mag solche Geschichten nicht. Die Sorgen und Kummer anderer Leute. Was soll ich denn groß dazu sagen? Ich erwarte ja nicht, dass du was dazu sagst. Es genügt mir, wenn du mir einfach zuhörst. Dann rede doch gegen die Wand. Hast du niemals das Bedürfnis gehabt, jemandem deine Gedanken mitzuteilen? Jeder muss sich selbst um seinen Kram kümmern. Ich will nicht, dass man mir die Last anderer Leute aufbürdet. Keine Führungsqualitäten. Jetzt fange ich an zu begreifen. Tja. Squall ist schon ziemlich einsam. Er ist ein einsamer Wolf. Wobei er eigentlich ein Löwe ist. Bei seinem Nachnamen Leonhard. Na egal. So, wir dürfen jetzt hier einmal wieder zurückrennen. Werde ich aber noch nicht machen. Oder vielleicht doch. Ach, scheiß drauf. Machen wir doch. Egal. Rennen wir hier jetzt einfach mal durch. Jo, wen kriegen wir hier? Ein Grat. Sogar ein Hinterhalt, Mensch. Oh nein. So, von dem hier können wir ein paar Zauber ziehen. Das werde ich jetzt auch machen. Weil wir haben ja schon gehört, der Archidinus ist empfindlich gegen Schlaf. Das heißt, ich werde jetzt hier mit beiden so viel Schlaf ziehen, bis ich insgesamt 100 Stück habe. Sollte nicht so extrem lang dauern. So, wir sind schon bei 32. Und ja, wenn wir dann die 100 Stück zusammen haben, dann werden die auf den ZU-Angriff von Christus gekoppelt. Damit sie eben die Gegner einschläfern kann. So, 41 sind wir jetzt. Sollte eigentlich alles kein Problem sein. So, die Hälfte haben wir schon mal. Also mehr als die Hälfte. 54, um genau zu sein. Ja, Betäubungsgas. Geht. Schläfert der mich noch ein? Na pfui. Das gefällt mir jetzt weniger. Aber er greift normal an, das ist gut. Ja, durch normalen Angriff wird der Schlafzustand wieder aufgehoben. So, 54 müsste gewesen sein. Dann sind es jetzt 63. 66. Ja, ja, alles gut. Kriegen wir schon hin. Und irgendwie, wer mein Risen-Let's Play verfolgt, der wird bei der Folge von Sonntag schon mitbekommen haben, dass ich da der Meinung war, mein Mikro ist ein bisschen leiser eingestellt. Scheint es immer noch zu sein. Ich hab's noch nicht geändert. Und jetzt habe ich tatsächlich gerade ein bisschen aus den Augen verloren, wo ich bin. Ich sag mal, wir sind bei 74. Das ist auf jeden Fall das, was ich mitbekommen habe. So, da müssten es jetzt 86 sein, außer ich habe mich gerade bei der Drawmenge bei Christus verguckt. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht von aus. So, 93 und 100, perfekt. Weg mit dem Grat. So, verschwinde, du Mistviech. Kann ich hier nicht gebrauchen. So, und tschüss. Sehr gut. So muss das. Okay.
Dann haben wir das. Yay, Level Up Your Squall, Mensch. 2 AP, yay. Nice. Okay. Dann wollen wir jetzt hier auf jeden Fall einmal die Zauber... Ach, nicht benutzen. Tausch. Schlaf. Alles nehmen. Ach, ich hatte sogar ein bisschen zu viel. Okay. Ja, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Wie gesagt, ist ja auch egal. So. Auf jeden Fall können wir jetzt den Schlaf hier rein koppeln. Und legen jetzt mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit einen Gegner schlafen, wenn wir ihn mit Quistis angreifen. Coole Sache. Ah! Ein Schrei? Ein Schrei? Schnell, Squall! Ja, ja, ist ja gut. Squall! Squall! Quisty? Quisty? Hat die einfach einen Spitznamen für Quistis oder was? Kennen die sich? Das ist doch das Mädel, das wir auf der Krankenstation gesehen haben. So vertraut, wie die Quistis anspricht, haben die bestimmt eine Hintergrundstory zusammen. Und die werden wir doch bestimmt noch rauskriegen. Ja, meinetwegen. Schauen wir uns dann nochmal Siren an. Weil, warum nicht? So, aber zunächst mal einen Diamantenstaub, denn der dürfte ganz gut Schaden machen. Gegen die Granaldos. Oder sind das die Raldos? Ah, ich verwechsel immer den Namen. Ich habe gerade nicht aufgepasst, als ich den Gegner ausgewählt habe. Das sind auf jeden Fall Raldo und Granaldo. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das große Vieh der Raldo und, die kleinen die Granaldos sind oder umgekehrt. Eins von beidem auf jeden Fall. So, ein Sirenengesang. Ja, ja. Nicht sehr stark, der Angriff. Kann Gegner verstummen lassen. Okay, das ist der Granaldo. Okay, okay. So, dann gucken wir mal, was er hier als dritten Zauber noch mit drin hat. Shell, ah ja. Okay. So, ja. Laserauge. Und das war's dann auch. Sehr schön. Sehr gut. Ja, war wieder ein Boss, also keine Erfahrung. Aber einige magische Steine, was schon mal ziemlich cool ist. 14 AP. Nice. War zwar ein bisschen Verschwendung jetzt für Siren, aber egal. Jetzt ist es zu gefährlich. Gehen wir. Ja. Irgendwie scheint sie uns zu kennen. Ich weiß aber nicht woher. Also doch, ich weiß es, aber Squall weiß es nicht. Wer war das? Quistis scheint sich auch nicht an sie zu erinnern. Tja. Das ist schon komisch, ne? Nein, eigentlich nicht. So. Okay, wir gehen wieder raus aus der Übungshalle. Weil wir haben alles gemacht, was wir hier tun wollten. Hey, Quistis. Was ist? Squall, niemand kann alleine vor sich hinleben. Man kann es aber versuchen. Ich meine... Wer hat das zu entscheiden? Und wer behauptet das? Naja, wie auch immer. Ach ja, Squall, der Antisoziale. Naja,
So ist das halt manchmal. So kann es gehen, nicht wahr? Dann wollen wir jetzt doch mal zurück in unser Quartier. Beziehungsweise, was heißt zurück? Jo, da bist du ja. Wo warst du eigentlich? Ich hab dich überall gesucht. Wir sind jetzt richtige Seeds. Und das wirklich coole ist, wir haben jetzt alle Einzelzimmer. Dein Zimmer ist genau gegenüber deinem alten. Ich sollte dir das mitteilen. Hab ewig nach dir gesucht. Ja, dankeschön, Xell. Interessiert mich jetzt aber nicht so wirklich, dass du lange nach mir suchen musstest. Weil das tut mir kein bisschen leid. So. Okay, sehr schön. Unser neues Zimmer. Ich brauche Schlaf. Nun gut, dann schlafen wir erstmal. Squall, unser erster Job als Seeds. Wir sollen angeblich nach Timber. Der Befehl lautet, in Zivil vor dem Kartenleser sammeln. Tempo. Okay, okay, Mann. So, was wir jetzt noch mitnehmen, ist hier die Waffen April. Nicht vergessen. Ansonsten wird es nervig, die zu holen. Und das soll es dann aber auch für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.